liebe Zuschauer, liebe Zuschauer hier in Studio 1. Ehrlich sagen, der Übergang zur nächsten Platte fällt mir nicht so ganz leicht. Es ist ein ganz anderes Thema und auch eine ganz andere Musik. Und ein Titel, der in der letzten Zeit viel diskutiert wurde, was wahrscheinlich mit dem Thema zusammenhängt, mit dem er sich beschäftigt. Es geht um AKWs, also wie heißt das so schön, die friedliche Nutzung der Kernenergie. Und da haben sich einige Rockinterpreten, sehr viele Rockinterpreten, Prominente, aus Deutschland in der letzten Zeit zusammengetan und sich deutlich dagegen ausgesprochen auf verschiedenen Festivals. Eins gab es auf der Loreley, Rock gegen Atom. Eins gab es auch hier in Berlin, und zwar zur Errichtung unabhängiger Strahlenmessstellen. Das Ganze nannte sich Aktiv gegen Strahlung. Und dieser Geschichte kommt auch der Erlös der nächsten Platte zugute. Und da haben sich einige Künstler zusammengetan. Der Wolf Mahn zum Ersten, der den Titel auch geschrieben hat. Außerdem noch einige andere Interpreten, einige, die auch heute dabei waren. Der Drafi Deutscher wird jetzt dabei sein. Dann Sabine Sabine von der Fritz Brause Band. Der Wolfgang Ambros ist nach Berlin gekommen. Dann ist dabei, hoffentlich kriege ich euch alle zusammen, da sind zwei, drei von den Ace Cats dabei. Es sind zwei von den Deserteuren dabei. Und ich glaube, das waren sie alle. Das Ganze nennt sich Wolf Mahn und Unterstützung Tschernobyl. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 1986. Die Ausbeutung und Zerstörung der Natur hat wahrlich gigantische Ausmaße erreicht. Und immer noch scheinen die Menschen es hinzunehmen. Jeder in dem Glauben, er könne eh nichts dagegen tun und es werde schon gut gehen. Aber Tschernobyl ist überall. Oh, Tschernobyl, das letzte Signal vor dem Overkill. Hey, hey, stopp die AKWs. Hey, Strahlenmesstrupps ziehen durch Straßen und durch Parks, halten Geigerzähler über Milch und Kopfsalat. Nachts weinen all die Kinder, Mama sagt, es ist nicht wahr. Wir waren doch heute im Regen, sag mal, sind wir jetzt verstrahlt? Schon tut man so, als wäre nichts Besonderes passiert. Sie wollen uns glauben machen, alles hätte sich halbiert. Physiker spielen weiter mit Massenleukämie. Denn Irren ist zwar menschlich, doch hier passiert das. Oh, Tschernobyl, das letzte Signal vor dem Overkill. Hey, hey, stopp die AKWs. Hey. Kanzler und Parteichefs setzen weiter auf Atom, lassen Sonne, Wind und Wasser ungenutzt um uns herum. Dass man Kohle filtern kann, scheint sie nicht zu interessieren. Sie riskieren die Vernichtung, tun grad so, als wollten sie Kaiser Nero in den Schatten stellen, der ja nur eine Stadt in Brand setzte. Oh, Tschernobyl, das letzte Signal vor dem Overkill. Unterstützung. In meiner Aufzählung zu Beginn dieser Platte habe ich eben den Tommy Engel von den Black Furs vergessen. Das haben Sie auch gesehen, der war natürlich auch dabei.